Check it out, grüß Gott, ich bin der Bocchi. Neben mir hockt der Checky, alter Freund von mir. Wir beide sind begeisterte Sportangler, gell? Und beim Angeln kriegen wir die besten Ideen. Ja. Da haben wir uns jetzt überlegt, was gibt's denn da an Kultur für junge Leute wie uns, gell? Nix gibt's da. Darum machen wir selbst was. An Bautri Schlemm machen wir, gell? Richtig, wir veranstalten ein Schlemm-Bautri in Wattens in Tirol. Wie sie es in der Stadt machen, gell? Ein Schlemm-Bautri. Für unsere Hip-Hopper, die Metalltrotteln, die Kaumasäufer, die Emos und die anderen Mongos. Die was da mal anrennen bei uns im Dorf, gell? Jawohl! Ein Schlemm-Bautri. Am Heiligen Abend. Thema fickende Fische. Magst du mal ein Beispiel geben, Jackie? Gerne. Ziert der Zierfisch sich beim Lecken, springt der geile Stör ins nächste Becken. Dort wartet schon die geile Flunder und reißt sich gleich das Höschen runter. Mein Jackie, manchmal denk ich mir, du bist gar kein waschechter Tiroler. Manchmal denk ich mir, du bist nur so ein scheiß Deutscher, der nur so tut, als wäre ein Tiroler. Billy Wollwoll. Wirklich? Kennst du auch ein geiles Gedichtele? Ja, freilich, Jackie. Im Karpfendeich der flotte Hecht pumpst alle Karpfen durch. Nicht schlecht. Was mitmachen willst bei dem Pautrischlemm, gell? Da krimmst du einfach am 24. Dezember, am Heiligen Abend, krimmst in die Aula von der Andreashofer Sonderschule in Wattens, gell? Da feiern wir gemeinsam, gell? Den Pautrischlemm, gell? Richtig, wohl, wohl. Angelhaken gibt es auch. Anmeldegebühr leider 380 Euro. Ha, aber dafür haben wir einen tollen ersten Preis. Erster Preis, das haben wir abgesprochen mit der Frau Swarovski. Erster Preis ist, du kannst gratis in die Kristallwelten einbrunzen. Dann glitzert alles noch viel mehr. Bravo! Bravo, bravo! Ehrengast werden wir auch haben. Als Ehrengast wird kommen die Natascha Krampus, gell? Das müssen wir noch checken, gell? Das checkst du, dass die kommt. Ja, das checki. Ja, bist ja der Checki. Du? Ja? Da beißt kein Wurm heute an. Ich weiß auch nicht, was los ist mit den Wärmelen. Wie sie uns nicht anbeißen wollen, gell? Mir kommt vor, der Boden ist komplett leer gewurmt, weil am Köder kann es nicht liegen. Na? Die Fische sind 1A. Gell? Oder machen wir irgendwas falsch beim Angeln? Ich wüsste nicht was. Gehen wir. Ja, scheiß mal drauf. Gehen wir woanders hin. Ja. Soll ich dir noch ein Gedicht nicht erzählen? Ja, gern. Was kriegst du noch? Ganz zärtlich macht der Kabeljau heimlich den Bottwal seiner schieren Frau.